Nase frei, los geht's. Grüße Gemüse, Sachsencamp die Achter. Ja. Bist du behindert, Alter? Kleines Rätsel für euch. Woher kommt das Geräusch? Richtig. Der Autofahrer vor uns, der hat einen Hänger, und zwar der Auspuff. Während wir die Polizei informierten und mit Lichthupe auf uns aufmerksam machen wollten, wurde dieser teilweise bis 180 km/h, wurde aber auch durch den zähen Verkehr stark ausgebremst. Überholen traute ich mich nicht und der Fiesta kann eh nicht mit einem Skoda Octavia mithalten. Dafür erbarmte sich ein anderer Verkehrsteilnehmer und nach fast 10 Minuten dieser Gruselfahrt fuhr er ran und entfernte den Auspuff. Später überholte er ohne diesen an seinem Kfz. Meines Erachtens nach erlischt da doch die Betriebserlaubnis, wer weiß, was die Karre noch für erhebliche Mängel hatte. Die Polizei hat ihn aber leider nicht zu fassen bekommen und wir haben ihn auch nicht mehr auf der Strecke angetroffen. Dass man das nicht hört, Alter. Ey, wisst ihr, wie ätzend das ist, wenn ständig Leute ohne Klotzen rausziehen und dich ausbremsen? Gerade bei so einer Steigung kommt mir der Fiesta wie ein LKW vor. Der kommt nicht von der Stelle und nachdem mir das ein paar Mal passiert ist, hat mich echt auf Fips gepackt. Die Empörung des Blondies schon, dieses Entsetzen im Gesicht, dass ich nicht abbremsen wollte. Definitiv ein Fehlverhalten, auch von mir. Und dazu jetzt bitte die Kommentare. Beschränkt unterwegs. Wer das Hindernis hat und so weiter und so fort. Ja, da hier. Einmal, wie man es nicht macht und einmal, wie man es richtig macht. Der bekam auch einen Daumen hoch von mir. Ich hasse es, wenn Fußgänger wie Rehe einfach auf die Fahrbahn laufen. Macht doch wenigstens langsam, damit ich sehe, ihr rennt nicht gleich vor die Shitbox. Meine Fresse, hab ich mich erschrocken. Nee, jetzt geh rüber. Du Idioten, Alter. Falsche Seite! Ganz smart bist du nicht gewesen. Meinst du, ich stehe da mit Absicht mir die Reifen platt? Vor mir parkt ein älterer ein und das braucht halt eben eine Sekunde länger. Entspart doch wenigstens, meine Fresse, du blöde F***. Was war das denn jetzt für eine Aktion, von der ist sie bescheuert? Wenn Einsatzfahrzeuge doch nur ein Signalhorn und genormte Leuchtzeichen hätten. Die fahren einfach stumpf drüber, die Leute. Was ist denn mit denen nicht in Ordnung? Wahnsinn, Alter, was für... Naja, genug aufgeregt für heute. Ich danke euch fürs Klotzen der Folgen. Ihr seid die Besten. Und bis zur nächsten, allzeit gute Fahrt.